Ja, ich finde das schon cool, weil ich einfach auch Handball-Fan bin und das gerne gucke und natürlich auch die Jungs zu Nationalmannschaftszeiten angefeuert habe. Und wird ein besonderes Erlebnis. Das letzte Training lief gut, wir hatten Spaß, Freude, ist Vorfreude und sind alle ganz gespannt und vorbereitet für morgen. Ich glaube, meine Tochter Lucy Kretschmer hat heute sich in hervorragender Verfassung präsentiert. Sie ist eigentlich die fitteste von uns allen. Wir haben drei super Torhüter, ne? Und das ist die halbe Miete bekanntlich. Ansonsten glaube ich, dass Wolfuß eine entscheidende Rolle morgen spielen wird. Ich freue mich wirklich total, wirklich. Also das ist ein großer Moment. Normalerweise bin ich ja immer der oben auf der Tribüne sitzt und den Leuten erzählt, wie geil das ist. Da jetzt auflaufen zu dürfen. Und jetzt bin ich zum ersten Mal dabei. Ich freue mich total, wirklich. Ich werde es genießen. Ich war auch dabei, als die in Kopenhagen das die Weltrekord gemacht hat. Ich habe nicht gespielt, sondern ich war als Zuschauer da. Und das ist schon sehr viel wert, dass man so viele Leute in so eine Arena reinbringen kann. So, ich freue mich unglaublich auf das Morgen. Also wir konzentrieren uns eigentlich nur auf Kretsches Team. Deswegen haben wir nicht geguckt, was die andere Mannschaft macht. Bei Buschi habe ich gesehen, er ist ein bisschen abgemagert, hat glaube ich 13 Kilo abgenommen, konnte nichts mehr essen, ein bisschen nervös. Und ich glaube nicht, dass er morgen viel auf der Platte bringen wird.